Die Polizei hat sich so aufgehört. Oh, da kann ich ja gleich mal hier. Thüringen! Thüringen ist auch im Osten. Ja. Also es ist auf jeden Fall näher dran als Kabel. Aus Thüringen kommt zum Beispiel eine Freundin von mir. Kabel, wie schaut's aus? Tut's ja, nein, vielleicht. Wie viel haben wir denn? 235, ey. Ey, gab's da nicht so ein scheiß Lied bei YouTube? Mit den Thüringer Klöße oder so ein Scheiß? Thüringer Klöße, die esse ich gern. Denn Thüringer Klöße, Kabel, die schmecken so gut. Keine Ahnung, wie das geht. Duzen. Ja. Duzen. Alle so Raubzug. Ihr könnt jetzt Raubzug machen. Instant Raubzug. Okay. Ja, ich muss upgraden. Hey, ich hab den letzten gewonnen. Nice. Ne, erstmal hier wieder Aufnahmefenster, damit ich die Zeit sehe und zack. So. Dann mach jetzt sogar ein Upgrade leisten schon. Nice. Ich meine, ich finde, ich mache die spannendsten Minecraft-Streams. Ja. Ich mache jedes Mal Terraforming oder ich mache irgendwo Wasser. Ja. Spannend ist fuck. Ja, Flo, was mache ich denn bitte schon gerade? Es geht ja wirklich nicht darum, was wir machen, sondern wie wir was machen. Oder dass wir einfach was machen. Ja, ich find nice, dass Dave halt so lange da ist. Guten Tag. Oder Kaffee trinken war zwischendurch. Aber jetzt gerade ist immer noch länger da, weil der ist sonst immer nur kurz da gewesen. Ja, kam kurz rein. Hier hast du 10 Euro. Tschüss. Ja, wirklich. Hallo, 10 Euro, geht wieder. Okay. Mir fällt gerade auf, ich Dave muss Wetten eingeführt. Steuern hinterziehen oder so. Was machst du? Geldwäsche durch Twitch, ja genau. Kabit, hast du mir Steine geklaut? Nein. Froschi? Hast du geklaut? Was? Nein. Ich hab mal Cobblestone genommen, nachdem ich dich gefragt hab. Nein, gerade eben. Ich bin bei meinem Wasser schon seit Stunden. Was? Der war doch gerade voll. Na, ich verstehe es nicht. Wenn ich mir Steine klaue, ich hatte, ich hatte bestimmt gerade irgendwie ein Blackout oder so ein Scheiß. Wahrscheinlich hast du selber Steine genommen. Ach nee, die obere Kiste ist voll mit Steinen. Ach gut, okay. Ich bin bloß retarded, wenn ich. Dann geht's ja. Und jetzt ist die leer. Oh. Ich bin behindert? Oh nein. Ich bin behindert. Hardcore Bucket Filling Challenge. Und Flo, meinst du, eine Bahnstrecke reicht aus oder sollte man lieber zwei hin und zurück machen? Glaubst du, dass da so viel Verkehr herrschen wird, dass wir uns gegenseitig behindern? Ich weiß nicht, deswegen habe ich eigentlich einen 5 breiten Gang gemacht, damit wir eine links und eine rechts machen können. Wie viel willst du denn an Eisen bitte schön haben? Na, ich will erstmal eine Strecke hinlegen. Und dann, wenn wir vielleicht mal irgendwann Zeit und wir genug Zeug haben, können wir ja noch eine zweite basteln. Also ich hätte gesagt, mach mal eine, ja, und wenn uns auffällt, dass wir ständig zu Kollisionen kommen und dass sich das auszahlt, dann können wir die erweitern. Genau so dachte ich mir das auch. Ja, ich mach jetzt den Fuschismus Teil 2. Machst du gerade eine satanische Kirche unter meiner Hütte? Nein. Die hat man nämlich schon mal. Nein. Erst machen wir die Leute zu einer Religion, okay? Das ist ja jetzt gelungen. So. Das heißt, da wir jetzt eine Religion haben, können wir ein bisschen größer denken. Diktatorschaft. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber du hast daran gedacht. Zu groß! Das ist ein bisschen klein, das Denken, findest du nicht? Was? Achso, meinst du den Nippel, den du da auf den Berg sitzt? Ich meine, ja. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Ich habe keinen Plan, was Kabel da macht, aber ich nenne es mal Nippel. Ich meine, das da oben auf dem Berg ist ja ein Nippel, nicht wahr? Bergnippel. Ist relativ. Ich meine, Markus Haus und so ist ja schön, aber wir bräuchten irgendwo einen Bereich mit einer vernünftigen Besprechungshalle, vielleicht einer Küche drin, damit man was essen kann bei der Besprechung. Hab ich doch. Ja, aber dann meine ich ja. Ich weiß nicht, was du da in dem Berg machst, das meine ich ja gerade. Wenn du da das drin machst, dann ist das okay, ja. Aber nein. Ja. Was ich da mache, das ist ein bisschen größeres Denken. Dave, du hast etwa Verantwortlichkeiten bei einem anderen Streamer? Oh Gott. Ja, ist okay. Was, Verantwortlichkeiten bei einem anderen Streamer? Also ich hab irgendwo Mod, ja, und muss dort den Chat moderaten und scheinbar ist heute nicht so viel los, also hängt auch hier. Und ja, du darfst die abhängen. Will wie? Verscheuchen. Der geht uns fremd?
Nee, du gehst uns fremd, ja. Look at me, you are the victim now. Was? Bist du endlich fertig mit Wasserterraform? Was? Ich hab bis jetzt gerade mal 2 Schichten Wasser aufgetragen. Oh Gott, wie viel willst du denn machen? Ich hab keine Ahnung. Ich mach das gerade eher so aus Fun, weil ich sonst nicht wirklich Bock hab. Ich habe überlegt, auf der anderen Seite von meinem Berg noch mehr Wasser zu machen, aber da müsste ich einen fetten Stein. Ich muss gerade warten, bis mein gefarmtes Eisen gebraten ist. Deshalb habe ich gerade auch nichts zu tun. Ich meine, erstmal nimm die Remote-Jobs. Immer ernst, ja? Immer wenn jemand reinkommt und fragt, ob er mitspielen kann, postet sie Rufzeichen IP, ja? Weil ich Mod as fuck. Vorher hat mal einer angefangen zu fluchen, hat es dann auch instant getimert. Also. Gut Job, Esma. Wisst du, ist was Dave machen will? Der will Mod werden. Boah, ein bisschen länger abhängen, aktuell reicht Esma noch. Nee, deswegen bezahlt er dich ja. Will er mich jetzt bezahlen? Ich meine, wenn er es als Donation-Message packen würde, dann wäre es eine Bezahlung, aber so ist dann eine Donation, ja. Das zählt nicht. Lass mich strecken kurz. Warum muss jetzt hier unbedingt eine Schlucht sein? Geh mal gerade fragen. Oder nee, wann ist die Session hier vorbei? Irgendwann, keine Ahnung. Weil du musst schon eine Zeit haben. Er meint die aktuelle Stunde, Olli. Ach so, 12 Minuten. Nicht die ganze scheiß Session, Alter, ich schwör. Das kann noch Stunden dauern, Kapit. Ja, das ist mir bewusst. Ich werde dann nämlich auch mal Zeit für was zu essen. Zumindest mal schauen, dass ich mal was im Ofen habe. Ja, dann mach doch das mal so. Ich meine, ich muss ja nicht aufnehmen, während hier die ganze Zeit den Tunnel grabe. Da klopft. Stell deiner Schwester mal einen schönen Gruß. Aber nicht nur Grüße. Doch, süße Grüße. Aus dem Osten. Von Dave. Verkraulen oder was? Nein, von Dave. Aber Dave hat ja schon seine Angebetete. Was? Ja, es gibt eine, die heißt... Wie seine Freundin? Die war ja auch mal kurz immer mit da. Frag mich nicht. Ich komm zu der Name recht. Nee, das war irgendwie sowas wie... doch, Daves bessere Hälfte, so rum war's. Daves bessere Hälfte. Ja, genau. Aha. Irgendwie so ähnlich. Ja, so eine Scheiße, das ist irgendwie feiere ich das. Ja, fand ich auch cool. Wie jetzt? Hier spawnen Skelette? Hier ist doch mit roten Lampen ausgeleuchtet. Ach komm, leck mich doch. Nee, so dieses, ich baue so eine Schlucht, weißt du? Also so gerade so an der Schlucht vorbei, denk mir so, ach gut, dahinter müsste ja wieder Berg sein. Nein, dahinter ist eine riesengroße Höhle. Hexen. Muss ich wirklich noch mal runter Eisenblöcke besorgen? Ja. Ich finde das cool, ja. Danke. In der Zwischenzeit, ja, wo ich mich hier um mit meiner Mutter reden musste, ja, hat mich ein Ach, das war die Mutter. Ins Wasser, ja, hat mich ein Tisch Fisch ins Wasser gestoßen und ich war fast ertrunken. Sehr netter Tintenfisch. Guckst du jetzt auch Hentais oder was? Dass sie jetzt schon Tintenfische feucht machen. Ist okay. Ich weiß gerade nicht, ob das Skelett bloß kuscheln wollte, aber das war gerade ganz schön komisch. Kommt an, geht die Treppe hoch, hörst du, guckt mich an, Halle. Willst du mein Freund sein? Du bringst es um. Nein.
das mit diesen Minecraft Love Stories? Oh Gott. Es gibt doch ja auch schon Mods und so weiter, wo die Gegner aussehen wie irgendwelche Minecraft Girls und so weiter. Gibt es diesen Mod, wo du deinen eigenen Haaren machen kannst? Ja, den kenne ich. Den mach ich nicht, aber. So ein Minecraft Sex Mod, ja, den kenne ich. Irgendwann habe ich mal darüber gehört, dass es einen gibt, habe mal gedacht. Ein? Okay. Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mal gedacht, so, so, okay, ein weiteres Ding, was ich nicht wusste, dass ich in meinem Leben nicht brauchen kann. Na, ich habe mir mal eine Review darüber angeguckt und dachte mir so, Okay. Okay. Das ist wie du hast ja dann eher so gedacht, so, seid ihr denn alle behindert? Ja, das ist so, du gehst eben halt in eine Strip-Dies-Bar, ne, und wirfst ein bisschen Geld hin und so weiter. Und dann kannst du irgendwie mit bestimmten Befehlen, wenn du was schreibst, kannst du sie dann eben halt in das Bett locken, weißt du? What the actual fuck? Ja, genau. Und dann, das klingt nach einer akkuraten Beschreibung von dem Sexleben eines Programmierers. So, dann sneakt sie sich einfach nur aufs Bett und du kannst sie sozusagen von hinten nehmen. Doch wenn es zu doll war oder zu reich, keine Ahnung, dann nimmt die auch gerne mal ihr Diamantschwert aus der Kiste und schlachtet dich ab. Oder, ja, oder der Türsteher sieht das und der schlachtet dich dann ab. Nein, was? Ja, wenn man doch. Ja, genau. Oh, hier ist aber klar, dass das ein Spieler ist und nicht programmiert. Nein, Kabit, das war programmiert, wirklich. Nein. Um was wetten wir? Wirklich? Scheiß um was wetten wir, vorbei, das war ein Spieler und kein Ding. Jetzt mal, ich kann noch gar nicht. Ich weiß zwar, dass es den Girlfriend-Mod gibt, aber trotzdem. Ja, nee. Kann man suchen? Klar. Es kann gerne Spieler gewesen sein und so weiter. Keine Ahnung, ob sie es einfach bloß so hingestellt haben, aber. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch relativ. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, wer so einen scheiß Mod schreibt, der weiß nichts mit seinem Leben anzufangen. Oder der hat es dringend mal nötig. Wenn er geschrieben hat, hätte er sich eine Freundin suchen können. Also ungefähr. Olli Dave sagt, das ist von Tom Schaffe. Ja, genau. Ja. Aha. Wer zuzen jetzt alles von euch? Alle. Ja. Morgen. Wir sind ja nur noch zu dritt. Ja, ich habe nur einen Zuz gelesen, weil ich gerade eben aufgestanden war. Ach, shit, Alter. Gesundheit. Dankeschön. Ich krieg das nicht hin. Oh, Flo. Was? Unser Bankraub. Ich weiß, nur erstmal überlegt. Überlegen, vielleicht baue ich ein, ja? Dass nur, wenn nur erstmal überlebt, dass erstmal einfach trotzdem stirbt. Und dann steht so da so viel da wie. Erstmal hätte er überlebt, aber sie ist gestolpert und hat sich selbst erschossen. Sie ist über die Teppichkante gefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Nee, sie ist runtergefallen und hat sich den Kopf an einem, was ist denn, dann an einem Steinchen gestoßen, so an so einem Hinkels. Hinkelsstein. Ja. Ist dann verblutet. Arme Esma. Und das ist so ein Bonus. Nee, das wäre Bullshit. So fies bin ich dann doch nicht. Hust. Hust. Ich hab schon so oft verloren, jetzt gewinne ich endlich mal, dann können sie mir die auch das nicht. Mimi. Ja, genau, Mimi. Viel Mimi ich in dir spüre. Immer diese Weiber, Alter. Esma. Das ist kein Weib. Warte mal. Eine Dame. Genau. Dum, dum, da. Ich warte, bis dein Twitch antwortet. Meine Mutter verreckt gerade. Was? Ich hab sie gerade husten hört. Husten hört. Oh. Habt ihr gerade husten hört? Oh Gott. Kannst du das jetzt erotisieren? Ja, total. Ich mag's, wenn meine Mutter hustet. Finde ich voll geil, wenn Leute abkratzen.
Wette, es gibt Leute. Ja, es gibt bestimmt Leute. Ach, jetzt geht sie einfach essen. Oh. Was? Schlimm mit dem Vibe. Erstmal geht gerade einfach kackendreist essen. Viel Erfolg. Jetzt lasse ich meinen frauenfeindlichen Witz weg. Was, beim Essen? Ja, beim Essen. Viel Erfolg beim Essen, verschluck dich nicht. Dann mach ich nicht, dass du sich aus Versehen in die Zunge beißt oder so ein Scheiß. Oh, hab ich recht? Wenn die Aufnahme noch 3 Minuten geht? Nee, 4. 4? Jetzt sind's 3. Oh, oh. Knapp daneben. Ja, ich muss hier sowieso gerade rumstehen. Einfach nur warten. Skipper! Ja. Geistloskater. Das ist, der Hund heißt E-Mail, aber der Katze heißt Skipper. E-Mail, Skipper, Amy. Amy. E-Mail? Was ist los? Amy. Edith? Edith. All about Edith and E-Mail. Das ist über Edith und Amy. Würdest du ja meinen Hund gerne Napoleon nennen? Wieso? Ja, weil er immer, wenn er sitzt, seine rechte Pfote nach oben hebt, also so angewinkelt hat. Nicht ausgestreckt, sondern angewinkelt. Also ein vornehmer Typ, oder was? Muss ich gleich mal schicken, ich habe ein Foto davon. Und ich nenne ihn halt dann immer, machst du wieder Napoleon. Masturbations-Napoleon. What the fuck? Das habe ich gerade verstanden, oder was sagst du zu ihm? Ich frage ihn dann immer, ob er Napoleon macht. Machst du Napoleon? Achso. Masturbations-Napoleon. Was los, Kater? Masturbiert auf Napoleon. Guck mich bitte nicht so böse an. Guck mich nicht so böse an, ich will auch immer artig sein. Hat Gott zu einer Katze gesagt, sie soll dich nicht böse angucken? Ja. Gut ausgehen. Guck mich nicht so böse an, der Kater denkt sich so, halt die Fresse. Was ein Arschloch. Das ist mein Gesicht, du Wichser. Okay. Kann ich fliegen, fällt mir gerade auf. Wieso, du kannst nicht fliegen? Na, erst. Sky Factory gewinnt, oder? Ja. Warum? Wenn man da fliegen kann. Da hebt er ab. Ach, stimmt. Ich hab das gesehen bei. Minecraft Sky ist doch eigentlich das fast dasselbe Modpack. Nö. Nice. Ne, Minecraft Sky ist ein anderes Modpack. Es hat, also es ist schon von Minecraft Factory, aber die spielen auf der 1.7. Also es ist ein älteres Minecraft. Da meine ich ja. Ja, genau. Was ist das? Älter mit mehr Mods. Anderen Mods. Ähnlich. Na, die haben vieles auch rausgepatcht und so weiter, weil die wollen nicht, dass man da in dem Modpack fliegen kann. Doch, looten kann fliegen, halt eine Folge. Ja, ich weiß, die habe ich mir auch angeguckt. Aber das. Aber du musst dir vorstellen, der hat sich diesen What of the Sky von Botonia. Ja, schon. Betonia. Batonia. Botanica. Botania, ja, hat er sich gemacht, bevor der rausgepatcht wurde. Also sprich, die haben ein Unikat davon. Das kann man nicht mehr craften. Oh lol. Ja. Voll der Bastard. Junge. Junge. Da geht noch eine Ebene. Vielleicht auch zwei. Und dann haben sie sich jetzt über die Tür gehangen und da steht dann daneben so ein Schild, wo drauf steht verboten. Ja, I don't care, ich würde das Eiskalt benutzen. Nee, du fliegst ja aus dem Projekt raus. Regeln sind Regeln. Ja. Regeln sind daran gebrochen zu werden. Sag das mal noch, Frau. Wenn du mit den Konsequenzen zurechtkommen kannst, dann ja. Hey, aber es gibt, ja, doch hier, was das Projekt ist. Das ist doch schön. Aber es gibt bestimmt noch andere Tatsachen, irgendwas, womit man fliegen kann. Das kann ich wetten. Keine Jetpacks oder so ein Scheiß? Nee. Oder doch, Jetpacks, glaube ich, gibt's sogar. Aber die sind ja verdammt viel Late-Game, weil du verdammt viel Strom dafür brauchst. Und das Modpack ist so ausgelegt, dass du verdammt viel Strom verbrauchst an manchen Sachen, beziehungsweise eben halt. Also die haben sehr vieles rumgepatcht und umgeschrieben und was weiß ich nicht, alles schlimm. Waren 4 Leute oder sowas, die Modder selber sind.
die sich daran gesetzt haben, das ganze Ding umzuschreiben. Ich hoffe nur, dass die, dass ich bei sowas nie mitmache, weil wenn sie, wenn die dann so hardcore das patchen, dann würde ich einfach so eine, wenn ich 5 Millionen Blöcke lange Energiefarm machen, die einfach hardcore laggt. Dann wirst du ja gesperrt. Wieso? Nein, wer war das? Ich glaube, Vive oder so, das Geld, keine Ahnung, irgendjemand, der da auf jeden Fall mitmacht. Hatte, ich glaube, in 10 Stunden Stream gemacht oder sowas mit dem Modpack. Und da ist er so weit mit der Technologie vorangeschritten, dass sie gesagt haben, du hast jetzt erstmal Technologieverbot. Ja? Also, das mir sagt das Scheiße. Im Endeffekt so viel wie, ich werde niemals bei sowas mitmachen, selbst wenn sie fragen, weil... Na, es geht ja bloß darum, dass sie, Flo, du magst es doch auch nicht, wenn jemand schon OP ist und du gerade anfängst, dir ein Windrad zu basteln, oder? Aber lass ihn doch. Ich weiß nicht, ob das eine vernünftige Art und Weise mit, ist, mit dem Problem umzugehen. Ja, Folge ist gleich vorbei. Die ist sogar schon vorbei. Ey, dein Adieu mit Ö, oder? Adieu mit Ö, ja genau. Damit. Ja, was denn? Adieu mit Ö. Okay, sag mal tschüss und können die Bären sich einfach was zu fressen suchen. Ich baue so lange hier noch ein bisschen weiter. Das Blöde ist halt, dass ich jetzt aufs Essen warten muss, also ich kann suchen, hilft nicht. Sag tschüss. Tschüss.